Hallo, ich bin Philipp Wampfer. Ich mache diesen YouTube-Kanal, um zu zeigen, wie man Digi-Fernlernen organisieren kann. Und bin jetzt hier tatsächlich bei mir zu Hause, klassisches Selfie, und möchte kurz Tools zeigen, mit denen sich Gruppenarbeiten kollaborativ durchführen lassen. Ganz einfach. Ihr seht im Hintergrund schon, das ist edupad.ch, das ist ein Etherpad. Die Alternative ist zumpad.de. Und sieht ganz ähnlich aus. Ich gehe nochmal zurück und zeige es jetzt mit dem edupad.ch. Gehe davon aus, ihr habt einen Auftrag, den Gruppen zusammen bearbeiten sollen. Das Resultat ist in irgendeiner Form ein Text, ein Austausch, eine Sammlung von Links, etwas, was wirklich sich schriftlich in Gruppen erledigen lässt. Und dazu sollten jetzt die Gruppen so ein Pad erstellen. Möglich ist auch, dass ihr schon als Lehrkräfte diese Pads erstellt und den Gruppen zuteilt. Wenn da schon Material, Aufträge, sowas drin sein muss, kann aber auch sein, dass ihr einfach sagt, geht auf edupad.ch, erstellt ein Pad. Das sieht so aus, ich kann ein kostenloses Pad erstellen. Und habe hier ganz ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, mit dem ich jetzt aber durch mal alles markieren kann. Und jetzt Ergebnisse, Gruppe 1. Und ich kann das dann auch fett machen. Ich kann hier auch nummerierte Listen. Wir haben etwas herausgefunden und so weiter. Wenn ihr euch fragt, warum das jetzt gelb ist, was ich geschrieben habe, ich kann hier mir einen Namen geben und wenn da andere Leute mit drin sind, dann können sie auch angeben, wie sie heißen. Sie können hier aber auch Rhinoceros hinschreiben, wenn Sie das lieber möchten. Das ist dann Ihnen überlassen, wie anonym oder persönlich das sein soll. Und die Farben kann man hier entfernen und dieses Pad kann man dann ganz einfach mit diesem Link verschicken, sagen hier, das sind die Ergebnisse der Gruppe 1 und kann die in verschiedenen Online-Chat-Settings dann natürlich sehr einfach über diesen Link austauschen. So ein Etherpad sammelt keine Daten, ist nicht kommerziell, blendet keine Werbung ein, datenschutzrechtlich völlig unbedenklich, kann in jeder Form, in jedem Setting eingesetzt werden. Jetzt, wenn es etwas fancier, elaborierter sein soll, dann würde ich CryptPad.fr empfehlen. Ich habe jetzt hier schon ein Konto erstellt, deshalb bin ich auf dieser Drive-Umgebung, das heißt, ich habe. Ich sitze dann hier unten, ich habe einen Speicherplatz, den ich nutzen kann in dieser Cloud. CryptDrive ist auch datenschutztechnisch hervorragend. Es gibt keine Probleme, die Dokumente werden auch gelöscht, keine Daten gesammelt, nichts kommerziell ausgewertet. Und ich zeige euch jetzt kurz, was das mehr kann als ein EduPad. Wenn ich hier auf den fortgeschrittenen Modus klicke, also ich habe hier auf dieses Feld geklickt, klicke hier auf den fortgeschrittenen Modus, dann seht ihr, ich kriege hier eine Übersicht, welche Pads ich dann tatsächlich erstellen kann. Also ich kann nicht nur ein Textdokument erstellen, wie das bei diesem EduPad der Fall war. Ich kann jetzt hier auch eine Tabellenkalkulation machen. Ich kann Programmiercode gemeinsam erstellen. Ich kann eine Präsentation erstellen, eine Umfrage machen und ein Kanban-Board. Ich zeige das kurz. Das ist für Gruppenprozesse sehr interessant, wenn man sich gemeinsam organisieren muss. Wenn ihr nicht wisst, was Kanban ist, dann habt ihr vielleicht jetzt einmal Zeit, ein bisschen YouTube zu schauen. Ich kann hier wählen, ich mache ein eigenes Pad, ein auslaufendes Pad, heißt, es ist dann irgendwann abgelaufen, wird gelöscht, kann es mit Passwort schützen. Nehme jetzt mal keine Vorlage, erstelle das. Das sieht dann so aus. Also Kanban bedeutet, ich habe hier Tasks, also YouTube Film erstellen. Und wo ich jetzt gerade dran bin, ist Etherpad vorstellen.
und erledigt ist YouTube. Kanal eröffnen, das habe ich jetzt schon gemacht und kann dann diese Dinge auch weiter bewegen. Und jetzt könnte ich hier Leute einladen, dass die mit mir zusammenarbeiten. Also ihr seht, ich bin jetzt hier, ich könnte mir auch wieder einen neuen Namen geben. Ich kann diesen Link weitergeben und damit Leute einladen. Wenn ich hier auf den Teilen-Link klicke, kriege ich einen Link, den ich kopieren kann und mit dem dann andere auch da weiterarbeiten können. Ihr seht, es hat hier sehr datenschutztechnisch interessante Dinge. Einmal ansehen mit Selbstzerstörung. Geht auch, aber wir nehmen jetzt mal bearbeiten, dass die anderen bearbeiten können. Kopiert den Link, kann den jetzt weitergeben und jetzt können Leute mit mir hier zusammenarbeiten. Kann ihm hier einen Titel geben und habe hier auch eine kleine Chatfunktion, wenn ich jetzt mit Leuten nicht ganz einig bin, wie sieht jetzt unser Projekt aus. Also wenn das größere Gruppenarbeiten sind, ihr seid zu Hause, ihr wollt Schülerinnen und Schülern einen Auftrag geben, wirklich auch Projektarbeit zu erledigen, dann ist das ein Tool, mit dem sie sich organisieren können, wo ihr auch reinschauen könnt, begleiten könnt, Tipps geben könnt, wie sie sich vielleicht die Aufgaben auch aufteilen können, wer was macht. Und gerade wenn man sich auch digital organisieren, austauschen muss, sind hier bei CryptPad.fr alle Tools vorhanden, die man dafür braucht, also dass man ein ganzes Projektmanagement machen kann. Möchte hier noch darauf hinweisen, ihr könnt hier auch wirklich ein Rich-Text-Format, also dass, wenn ich jetzt zum Abschluss nochmal den Text zeige, also ich zeige hier schon einen formatierten Text, den ich schon erstellt habe mit einer Gruppe zusammen. Und ja, das ist gar nicht so gut. Hier unten sieht man, wie es dann formuliert ist. Also ich habe hier wirklich, sieht dann aus wie ein Word-Dokument und ich habe hier auch alle Formatierungsoptionen, die ich bei einem Etherpad, EduPad nicht habe. Also das ist eigentlich Word, das ich einfach online ohne Datenschutz, ohne Installation im Browser nutzen kann. Das war's, wie immer. Fragen da unten. Ich werde auch, wenn es weitere Kommentare gibt, die da hinterlassen, berichtet, wie das diese